herzlich willkommen zurück zu Anno 1404 Venedig. Und ja, es kam eine längere Zeit jetzt kein Video. Es lag daran, was ich glaube ich auch schon mal gesagt hatte. Und zwar, dass ich, wenn ich immer zwischendurch spielen muss, nicht jeden Tag ein Video bringen kann. Jetzt waren es zwar ein, zwei Wochen, aber ich habe auch nicht immer so viel Zeit für Anno jetzt gehabt, bald in Ferien. Da kommt dann immer täglich ein Video. Und ich habe jetzt unsere Siedlung auf den Stand gebracht, dass wir genau eine Metropole mit den verfügbaren adligen Häusern errichten können. 88 Häuser können wir auf die adligen Stufe hochziehen. Das entspricht 3520 Adlige. Und wir brauchen genau 3500. Also auf das Haus genau passt das eben. Wir können jetzt hier sogar noch mehr upgraden. Vermutlich hätten wir dann sogar noch diesen Marktplatz hier gar nicht mehr gebraucht. Aber haben wir jetzt halt trotzdem gebaut. Und das wird auch jetzt die letzte Folge aus diesem Endlosspiel sein. Weil wir jetzt hier einfach noch so ganz kurz ein bisschen die Fleischproduktion aufbauen. Und dann, spiele ich das halt weiter. Weil auf die Aufträge von den KIs warten dauert. Die haben mir auch schon welche angeboten. Die habe ich auch alle gemacht. Aber es sind halt nicht die, die wir brauchen. Deswegen, ja, es lohnt sich das nicht, da irgendwie aufzunehmen. Ich kann jetzt mal ganz kurz sagen, was wir dann nach diesem Endlosspiel machen werden. Und zwar, wo waren wir? Aufbau, hier. Wir sind das Volk. Diesen Auftrag, oder diese Errungenschaft würde ich ganz gerne machen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt schon der Bauernstall und Stadtluft macht frei. Das ist einmal 20.000 Bauern ansiedeln und 15.000 Bürger. Dann kommen nochmal 15.000 Patrizier und nochmal 10.000 Adlige. Und das werde ich dann auch machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Endlosspiel hier noch habe. Ah doch, hier. Da habe ich meinen Bauernstaat. Und dann hier die Bürger. Ich habe das sogar schon auf Patrizia-Level. Also ich habe das schon weitergespielt, das Endlosspiel, als der Speicherpunkt ist. Aber das Safe-Game ist irgendwie verschwunden. Keine Ahnung warum, aber ist jetzt auch egal. Wir werden auf jeden Fall erstmal die Fleischproduktion jetzt aufbauen. Und dann können wir mehr Adligenhäuser machen. Und dann haben wir bald unsere Metropole. Da müssen wir auch gar nichts mehr machen. Dann müssen wir eigentlich nur noch vorspulen und warten, bis wir die Aufträge von den KIs bekommen. Und ja, also hier seht ihr mal, ich kann ja nochmal schnell zeigen, wie ich das hier gebaut habe. Also das ist meine winzige normalen Siedlung. Ich habe hier 6 Druckereien. Ich habe 2 Schiffe auf meiner Gewürzroute. Gewürze habe ich hier ordentlich nachgebaut. Dann ist hier nochmal komplett Indigo. Und 3 Papiermühlen. Damit kann ich halt die ganzen Bücher machen. Und hier oben ist eine winzige Insel. Hier ist noch so ein Pennerlager, wollte ich schon fast sagen. Gesetzlosenlager. Hier habe ich halt nur 2 Quarzbrüche. Meine Glasproduktion, aber davon habe ich eh genug. Und ich weiß gar nicht, ja, Quarz sind eh noch 200 Tonnen da. Also scheiße ich jetzt auf dieses Gesetzlosenlager. Hier oben dann habe ich meine kleine Bierproduktion. Hier ist dann nochmal eine Ressourceninsel. Steine, Werkzeug, all sowas. Und noch hier ein bisschen Most und Leinkutten. Hier hat sich dann noch die Helena angesiedelt. Aber das ist halt meine Brotinsel. Habe ich halt so platzsparend, wie es nur geht, gebaut. Genau. Es müssten irgendwie 4...
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Bäckereien sind das. Dann ist hier nochmal ein bisschen Leinkutten. Hier oben habe ich meine Lederwämser-Produktion. Da scheint das aber auch schon alles voll zu sein. Und ganz hier oben ist auch nochmal ein bisschen, auch nochmal hier 2. Ich frage mich gerade. Ja, okay. Gut. So viel dazu. Dann steigen wir jetzt auch erstmal wieder direkt hier ein. Also, für meine Fleischproduktion könnte ich schon mal hier ein bisschen was mitnehmen. So. Ich würde die ganz gern hier oben bauen. Auf dem Rest dieser Insel. Ich weiß doch, ihr wollt es auch. Hier oben lohnt es sich halt nicht, weil wir hier keinen Sohle haben. Theoretisch könnte man es hier auch noch bauen, aber dann könnten wir Probleme bekommen, dass sich die Fleisch- und die Lederwamsproduktion gegenseitig so das Salz klauen. Deswegen baue ich das einfach getrennt. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass es mit drei KI-Spielern ziemlich mühsam mit den Inseln ist. Weil alle drei, die besiedeln hier unnötig viele Inseln. Die baut hier sowas auf eine komplette Insel. Und wenn ich die nicht zuerst hätte, dann hätte ich die hier eigentlich nicht mehr besiedeln können, weil sie dann Minusruf gibt und ich darf den Bündnisvertrag nicht kündigen. Stattdessen baut die sich hier einfach ein Kontor, vier Handfarmen, eine Seilerei und einen Weberstuhl hin. Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Hier auch. Eine komplette Insel, nur für eine Getreidefarm. Das ist. Naja. Kann man sich drüber streiten. Aber noch geht's ja so. Und dann können wir das jetzt hier auch mal alles ausladen. Und dann anfangen. Ich habe hier wieder mein kleines Heftlein. Und Fleisch. Hier haben wir es. So, das können wir dann jetzt erstmal hier abbauen. Brauche auf jeden Fall diese Mine hier. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ups. Dann muss hier noch eine Kohlemine her. So. Okay. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ist das effizient? Ich Ein schwarzes Unwetter zieht über ihre Siedlung. überlege gerade, vielleicht muss Eure ich. Fähigkeiten passen perfekt zu meinem bescheidenen Anliegen. Das sind 4, 5. So, das heißt, ups. Nee, du warst falsch. Genau, was ich. Wehr dich nicht, sonst tut es wirklich weh. Eine sehr 25.000. leichtfertige Antwort. Der Corsar macht eh nichts. Außer ein bisschen paar Mal auf meine Schiffe schießen. Entschuldigung. Genau, was ich auch noch sagen wollte. Nach dieser Folge werde ich den Bauernstand und so wieder komplett aufnehmen. Das heißt, da seht ihr dann auch wieder, wie ich, da sollte auch wieder jeden Tag ein Video kommen. Das ist dann auch so mein Ziel. Und ja, so viel dazu nochmal. Dann kann jetzt hier noch die Saline hin. Und dann kommt. Ach. 1, 2, 3. Sind das 4? Ja. Ups, das ist falsch. Das hier hätte ich gern. So. Ja. Es wartet noch ein schwieriger Erfolg auf uns.
Das ist der. Das Emirat. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Video gesagt. Da weiß ich noch nicht, wie ich das aufnehme. Weil das eigentlich ziemlich viel Konzentration erfordert. Jetzt brauche ich mein Handy. Oh, das liegt gerade irgendwo anders. Ich wollte nämlich mal nachschauen, wie viele Fleischereien ich brauche. Machen wir das einfach so, dass wir einfach 4 Stück bauen. Und dann sollte das passen. Bloß nicht hier wieder irgendwie so eine K Nahrungsknappheit bekommen. Ist das jetzt so richtig? Nee, ach egal, machen wir einfach die Straße. So, 3, 1, 2, 3. Hier kommt dann auch erst wieder eine Saline hin. Der Metzger. Und dann. Das war falsch. Das hier ist richtig. Warum gehst du jetzt nicht? Ah. Hä? Ah, ich hab das hier. So, jetzt ist richtig. Ich glaube, es gibt effizientere Layouts. Das hier weiß ich gar nicht, wo ich das her habe. Auf jeden Fall werde ich mir, glaube ich, auch ein neues dafür sehen. Sehen. Suchen. Denn wie ihr seht, ist halt hier übelst viel. Überall, wo ich jetzt noch Straße ziehen kann, könnte man natürlich auch für die Gebäude nutzen. Deswegen muss ich mich da mal nach was Neuem umschauen. Jetzt brauche ich erstmal eine zweite Sohlemine. Hier wäre noch eine. Okay, die dritte ist hier oben. Die passt mir mehr. So, ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass meine Schiffe von Korsaren wieder überfallen werden. Aber wie ihr jetzt schon wieder seht, das Schiff wird nicht mehr weiter angegriffen. Habe ich noch ein kleines Handelsschiff? Nope. Muss auch mal gebaut werden. Gut. Genau, dir fehlt Salz. Das kommt so. Dann kommt hier der nächste Metzger hin. Dann 1, 2, 3, 4. Zack. Perfekt. Und dann haben wir nochmal hier zwei Rinderfarmen. Wieder falsch gesetzt. So. Damit Schiffsbau abgeschlossen. haben wir jetzt eine stabile Bilanz, ne? Auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir auch 4 Metzgereien. Das sollte, hoffe ich, erstmal reichen. Ups, wir haben vergessen hier. Was wolltest du? 40 Tonnen? Ne, Werkzeug nicht. 30 Tonnen Stein. So weit ist er ja noch gar nicht weg. Wie viele Bettler habe ich? 1094, okay. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Würde sich natürlich anbieten, zu versuchen, hier auch die 5000 Ich Bettler helfe euch gerne reinzubekommen. aus. Aber ich denke mal, das wäre besser, wenn wir das mit dem, dann mit der riesigen Stadt machen.
Bücher? Bücher sieht nicht so stabil aus. Aber da kümmere ich mich gleich drum. So, Quatsch, hier lädst du bitte aus Fleisch. Und hier lädst du ein. Ups, Fleisch. Es hatten mich mehrere Leute gefragt, ob sie mit mir ein Spiel spielen wollen. Wer hätte gedacht, dass wir uns so euch darf man nicht unterstützen? Ich werde mal meinen Twitter-Account, den ich eigentlich schon vor einem Jahr oder nicht vor einem Jahr, vor ein paar Monaten für meinen YouTube-Kanal erstellt habe, euch in die Beschreibung packen. Alle, die mitspielen wollen, die können mal den abonnieren. Und dann schreibe ich da, wenn ich Zeit habe. Oder dass wir uns darüber irgendwie verständigen können. Weil über YouTube-Kommentare das abzusprechen, weiß ich nicht. Oder ihr habt natürlich eine bessere Idee, wie wir das alles koordinieren können. Ich kann natürlich auch ein 2-Sekunden-Video hochladen. So, jetzt hätte ich Zeit. Ist natürlich blöd, wenn ihr dann keine Zeit habt. Also irgendwie müssen wir uns da... Oh, hier war ein Gewitter. Interessant. Einmal so und einmal so. Dass wir uns da irgendwie verständigen können. Also vielleicht schreibt ihr mir, wir können das, also ich würde das gerne erstmal über Twitter probieren, dass ihr dann da, oder ich sage einfach einen Termin. Ich werde es nicht so ankündigen, dass ich dann direkt spiele. Ich werde einfach einen Termin sagen. Alle, die können dann, sind natürlich herzlich eingeladen, da mitzuspielen. Der zweite Punkt ist halt, dass ich nicht über den Multiplayer von Anno spiele, sondern über Tangle. Und Tangle ist ein Programm, so wie Hamachi, das quasi Anno vorgaukelt, das sei eine Multiplayer-Partie. Also das ist eine LAN-Verbindung. Das Programm ist kostenlos, ihr müsst euch dann nur einen Account erstellen und dann können wir das auch direkt zusammen zocken. Das funktioniert da reibungslos. Ja. Das wäre auf jeden Fall der zweite Punkt. Und der dritte wäre dann noch, ob ich das auch aufnehme. Und das dann eben... Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Und das dann eben auch auf YouTube stelle. Das können dann die Leute sein, mit denen ich das dann spielen werde. Ob sie damit einverstanden sind. Ich meine, wenn nicht, ist halt nicht. Ist mir jetzt relativ egal. Aber ist natürlich dann schön, sowas dann auch für die anderen Zuschauer zur Verfügung zu stellen. Genau. So, wir haben schon 22. Und das Fleisch müsste auch bald kommen. Deswegen kann ich jetzt schon mal so weit upgraden, dass wir hier die nächste... Jupp, da kommt's schon. So, wir haben jetzt ordentlich 42, die Hälfte haben wir schon. Die Hälfte haben wir, das ist schön. Gut, ja, ich packe euch meinen Twitter-Account in die Beschreibung. Und dann können wir das dann darüber klären. Also vielleicht geht sich das in 2 Wochen oder so aus, dass wir da einen Termin finden. Denn dann habe ich halt Ferien. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich zocke das jetzt zu Ende. Und dann hoffe ich, dass ich das zum Morgen schon schaffe, direkt den Bauernstart weiterzumachen. Ich glaube, das werde ich dann auch sogar gleich weiterspielen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und der quatscht mir hier in meine Abmoderation rein. Mann. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Wertung da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.